Servus Leitl, was geht? So, ich bin heute im Silkeborg Bikepark in Dänemark. Und ja, es ist nicht nur ein Bikepark, es ist so ein Hochseilgarten, ist da überall rum. Und jetzt bin ich gerade aufgetreten. Ich glaube, das ist einmal der Start da jetzt. Mal, da geht es jetzt dann oben. Und ja, es waren jetzt, keine Ahnung, 5 Minuten. Das ist nicht so hoch, das gibt es fast nur Hügel. Also Berg sind nur eher weniger, aber habe auf die Fotos geschaut und oder was es auf die Fotos gesehen hat das ziemlich schon cool ausgeschaut. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich glaube, das ist ein Grüne, wo wir jetzt runterfahren, oder wo ich jetzt runterfahre. Und schauen wir mal, wie der ist. Ich bin schon sehr gespannt. Also der Anlage gefällt mir richtig gut. Also das ist so, sogar zum Aufertreten kann man immer was anschauen. Und ja, würde ich sagen, let's go. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag des Dänemark Trail Videos. Also gestern habe ich ja den Simon getroffen, der ist ein Local von hier und ja, er führt mich heute ein bisschen um dort auf einen anderen Spot. Und ja, sie haben schon richtig coole Trails manchmal. Also es ist eher alles ein bisschen kurz, aber es ist auch nicht weit zum Aufentreten. Also richtig geil, taugt mir voll. Überhaupt, dass es da was gibt und die Leute sind sehr freundlich, es spricht die jeder an, taugt mir voll. Also schauen wir mal uns die ganzen Trails an. Ah, okay. Thank you.
So, wir sind jetzt auf unserem Stellplatz für heute angekommen und ja, die Trails waren cool. Es war zwar eher ein bisschen so flach, also wir haben insgesamt, glaube ich, waren es 16 Kilometer, was wir gefahren sind. Und ja, er hat zu mir gesagt, wenn man in Dänemark ist, unbedingt, wer hat ein E-Bike mitnehmen? Weil dort zahlt sich's aus und es ist ziemlich viel halt zum Aufetreten oder so auf dem Flachen dahin treten. Aber ja, für das, dass sie nicht wirklich einen großen Berg oder so was haben, waren sie cool. Waren halt kurz, aber ja, es hat Spaß gemacht. Und jetzt sind wir auf unserem Platz da, wo wir heute schlafen werden und wir haben da einen Steg außer auf dem See. Oh, man weiß, da war eine Zick. Und also geht der Steg raus und da wollte mit dem Trailbike wollte was machen. Also der Plan wäre jetzt eigentlich, dass wir von da hinten anfahren und da ins Wasser einen Frontflip eine machen. Boah, kalt. So, das Wasser war jetzt zwar nicht so tief, dafür war es kalt, aber ja, es war trotzdem cool und gut, dass es funktioniert hat. Wir packen wir jetzt noch das ganze Zeug wieder ein und dann fahren wir weiter, weil ich habe noch eine Empfehlung habe ich noch gekriegt von einem Bikepark und der ist eh auf dem Weg Richtung Finnland, Richtung Schweden, so, weil wir fahren ja nach Schweden weiter und den werden wir uns nochmal anschauen oder werden wir nochmal anschauen und ja, wir sehen uns dann später. Neuer Tag, neue Location. Ja, ich bin gerade wieder am Weg zu den Trails und was mir aufgefallen ist, es sind da überall Uphill Trails, also schon. Ist irgendwie ziemlich cool. Man trittet durch den Wald auf und dann auf der anderen Seite gehen die Trails runter. Bei Trail Forks habe ich mir schon eine Pause gesucht. Also werden wir. Ich glaube nicht, dass ich heute alle davor, weil es wieder eine ziemliche Strecken ist. Aber ich habe die besten, also eigentlich die roten und die schwarzen, habe ich ausgesucht. Die werden wir fahren.
Servus, so, jetzt habe ich wieder was gefunden, oder einen Trail wieder. Das war jetzt ist nicht der, den was mir der Simon, den was ich getroffen habe, das ist nicht der, den was er mir empfohlen hat, sondern das ist ein anderer, den habe ich nochmal bei Trailfox gefunden. Jetzt schaue ich mir den noch an und ja, bin schon gespannt. Let's go! Juhu. Also man fährt ewig im Wald entlang und findet man schon cool, aber halt auf und ab und hin und her. Und dann auf einmal im Mittenwald sieht man sowas. Mit denen habe ich nicht geredet. Ich habe ein paar Fotos gesehen und ich war gespannt, wie es ausschaut, aber dass das sowas ist, oh, war geil. Jetzt müssen wir mal ein paar Lines ausprobieren. Also, let's go. So, jetzt sind wir beim letzten Spot angekommen, was ich auf meiner Dänemark Trail Tour habe. Und ja, da gibt es auch wieder so einen Rundkurs, glaube ich, wo man außen drum fahren kann, wo so Trails auf und ab gehen. Und ja, es gibt aber auch so eine Jumpline, als wir beim letzten Spot war. Und das ist eher was für mich. Ich glaube, die werde ich mir jetzt anschauen gehen. Also, ich ziehe mich noch geschwind um und dann geht's los.